Was soll der Scheiß denn? Ja, tut mir leid, dass ich nicht Sklave eurer, was weiß ich auch immer bin. Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Es geht darum, dass du eine neue Freundin hast und auf einmal alle, die dich lieben, einfach durch den Dreck ziehen. Nein, sie behandelt mich nicht wie ein Pflegefall, Chiara, okay? Na, Beppi, durften den Kuchen aufessen. Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Ich. Meinte? Oh Mann, ich wollte auch. Ja, dann nimm du, ist doch auch okay. Nein, wir können doch nicht. Nein, ist nicht. Nein, wir teilen. Ich muss bis auf meine Linie achten. Ja. Dunstabzugshauben, Möllers Kitchen muss gereinigt werden. Ist ein scheiß Job, ich weiß, aber du schaffst das, oder? Du kriegst das hin. Kein Problem, mach ich. Einfach so, ja? Ja, mit meinen zarten Fingerchen, glaube ich, bin ich da ein bisschen besser für gemacht als... Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche mein Portemonnaie, ich find's einfach nicht. Das liegt an so einem richtig blöden Ort. Vielleicht im Kühlschrank? Ja, doch, vielleicht aus. War gestern Chiara nicht bei dir im Boxclub? Wie bitte? Also, was eigentlich. Hat das jetzt mit meinem Portemonnaie zu tun? Hey. Warst du gestern nicht bei ihm? Wolltest du den Portemonnaie vorbeibringen? Irgendwann. Okay, ich halte mich raus. Nee. Was? Nee. Das warst du. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, ich war da, aber ich dachte mir. Also, weil ich wollte nicht irgendwie. Ihr habt, also du sahst beschäftigt aus. Ja, es passiert. Es ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, du musst dich jetzt von mir nicht rechtfertigen, aber ist cool. Nee, ist ja auch keine Rechtfertigung, aber ich meine, es war ja irgendwie komisch vielleicht. Also wegen. Ja, es war schon nicht leicht, das zu sehen. Dankeschön. Ja, wirklich. Was Scheiße. Zu sehen? Wollen wir reden? Nee, lass mich in Ruhe. Ich muss zur Schnitt, das ist alles cool, ich hab Spaß gemacht. Das ist doch schön, wenn sich zwei gefunden haben, ihr Spaß zusammen habt. Das ist doch super. Ja, stopp. Alles gut, Malte. Nichts gefunden, wir haben nur gevögelt. Das war ja, ist da Ding gesucht, verloren, was auch immer. Nee, nichts gesucht, gefunden. Das, ich wollte noch frühstücken. Hallo. Ja, ich wollte gerade eine Backbanane anbraten. Ja, gutes Thema. Ja. Hätte nicht gedacht, dass Chiara so cool drauf reagiert. Wir haben ja trotz allem immer noch eine Vergangenheit. Trotzdem frage ich mich, was Indira jetzt eigentlich von mir will. Immerhin ging der Sex gestern deutlich von ihr aus. Aber für eine Beziehung habe ich eigentlich echt gerade keinen Kopf. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich Indira auf die Sache von gestern ansprechen soll. Ich habe auch voll Schiss, dass ich mich zum Horst mache. Aber auf der anderen Seite will ich unbedingt wissen, woran ich gerade bin bei ihr. Malte, kannst du dich ein bisschen ranhalten? Wir haben extrem viele Takeaway-Bestellungen heute reingekriegt. Ja, hier auch. Soßen und Gewürzstände müssen wir auch auffüllen. Ich Klasse! Dunstabzugshauben müssen auch noch gereinigt werden. Wenn du das hinkriegst. Mach ich alles noch vor der Pause. Versprochen. Mhm. Ja. Ist viel los, soll ich sagen? Akkusch nicht zu lange, ja? Nein. Was ist los? Wo ist dein Kopf? Hm? Sex mit Indira? Denkst du da noch dran? Ich habe Angst, dass sie sich in mich verliebt. Ich bin nicht bereit für irgendwas Festes. Machst du okay. Ich will keine Herzen brechen. Ich will niemandem wehtun, verstehst du? Ich bin nett. Ich bin nett? Das klingt super. Ja, dann wäre es eigentlich nur fair und gerecht. Du klärst es so schnell wie möglich, damit du es aus dem Kopf wieder rauskriegst. Ja, sonst wurmt dich das ja. So was ansprechen ist auch nicht so meine Stärke. Ja, hier kannst du gleich machen. Oh nein, doch nicht. Doch, hey, doch. Du rennst jetzt nicht weg. Komm. Hey. Hallo. Unsere Küche ist noch zu, also wir haben noch kein Essen. Ich weiß. Ich wollte dich auch nur was fragen, und zwar, ob du vielleicht später Zeit hast für noch mal so ein Training? Ich müsste fragen, ob ich Pause kriege. Mach das doch. Bruno? Ja. Könnte ich vielleicht früher in die Pause? Die Bestellung. Wenn die fertig sind und dann mit der Dunstabzugshaube, das du geregelt hast, dann ja. Hm. Vorher nicht. Ja. Ich würde da mal versuchen, so schnell wie möglich alles fertig zu machen, damit ich dann Zeit habe für unser Training. Sehr schön, dann sehen wir uns später im Boxclub. Hm. Du. Klar. Es war ja wohl ziemlich eindeutig, was Indira mit Training meint. Aber ich hatte jetzt auch echt keinen Bock, das hier im Möllers zwischen Tür und Angel zu klären. Lieber spreche ich sie da gleich im Boxclub drauf an. Wenn ich nur wüsste, wie. Malte! Ja, ich bin. Mann, ich bin so ein Schisser. Ich hab's immer noch nicht gebacken bekommen, mit Indira zu reden.
Das war doch jetzt schon mal ein schöner erster Kampf, oder? Wim, ich gehe auf gar keinen Fall mehr in den Ring. Davon hat doch auch keiner gesprochen. Woher ist mein Sauerstoff? Wie bitte? Davon hat doch auch keiner gesprochen, nochmal in den Ring zu gehen. Ja, jetzt auch kein Cardio oder so. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich dachte eher so ein bisschen, wir müssen ja beide duschen. Und dann könnten wir auch so ein bisschen Partnerarbeit in der Dusche betreiben. Was meinst du? So sehr ich angetan bin. Aber die machen gleich alle Feierabend. Das geht nicht. Ja, dann haben wir doch jetzt noch Zeit. Ja, aber die kommen alle rein. Und dann kommt keiner rein. Da kommt keiner rein. Das ist doch spannend. Ja, aber ich... Du, was ist los? Ich würde sowieso noch mal quatschen mit dir. Dem uns so? Ganzen. Ja. Ich, ich weiß gar nicht... Komm mir jetzt nicht mit Herzensbrechern. Nee, aber... Ich hab... Du wirst mir schon nicht das Herz brechen. Mein Gott, Malte, entspann dich doch mal. Ich will einfach nur bumsen. Und zwar mit dir jetzt in der Dusche. Okay. Okay. Gut. Folgen. Okay. Okay. Das ist aber die Frauendusche. Ist doch egal jetzt. Ups. Yeah. Also ich fand die Runden besser als die erste Runde im Ring. Oh, anstrengender. Ich kann nicht mehr. Jetzt brauche ich wirklich ein Sauerstoffzelt. Wirklich. Jetzt erstmal Pause. Ja. Aber ich könnte mich auf jeden Fall sehr dran gewöhnen. Was ist denn jetzt schon wieder? Also, mir gefällt das alles. Ich find's super. Ich hab Spaß. Das ist toll. Ich fühle mich wohl bei dir. Allerdings, allerdings bin ich nicht bereit für was Festes. Hm. Ich wollte es dir eigentlich gerade eben schon sagen und dann. Hast du mich entführt? Das hättest du wahrscheinlich früher sagen müssen, weil ich habe da schon jetzt so Gefühle für dich entwickelt. Ich kann auch den Boxclub wechseln, oder? Du darfst dich nicht so einfach verarschen lassen. Schon wieder. Ich bin nur ehrlich. Entspann dich doch mal. Also, Mann, ich will auch keine feste Beziehung. Und ich finde, wir können das Körperliche ja ziemlich gut und lassen den Shishi weg, so was Beziehungssachen angehen und sind einfach Freunde und bumsen ab und an miteinander. Deal? Deal? Deal. Sehr schön. Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, Weißt du, was ich echt gerne sehen würde? Was denn? So einen Underground-Kampf. So einen richtigen, so einen illegalen Kampf in irgendeiner Lagerhalle, oder weißt du? Weißt du, was ich meine? Willst du, dass ich wieder in den Knast gehe? Na, ich meine generell einfach da sein. Ich würde auch selber niemals kämpfen, da muss ich ja... Ja, nee, das nee. Würde ich an deiner Stelle nee. Auch echt sein lassen mit dem Kämpfen. Aber ja, angucken, ich würde mitkommen. Warte mal ganz kurz. Oh, Scheiße. Nee. Ja, ja. Was denn jetzt? Ich hab total die Zeit vergessen. Ich muss direkt wieder los. Musst du nicht? Doch, ich muss arbeiten. Wieso? Wieso? Ich muss arbeiten. Ich hab Verpflichtungen. Ich hab nur Mittagspause gehabt. Jetzt du sagst ab? Nein, bist du verrückt? Auf gar keinen Fall. Natürlich sagst du ab. Was musst du machen? Also, erstmal, was musst du machen? Erstmal musst du weiter trinken. Nein, dass ich schon in meiner Pause getrunken habe, ist schon schwierig. Weißt du, was ich meine? Was musst du machen auf Arbeit? Jetzt sind Dunstabzugshauben dran.
Dunstabzugshaube reinigen, ja, bitte. Also, ich kann dir eins sagen, ich arbeite auch in einem Fastfood-Laden und ich habe sie noch nie sauber gemacht. Und er hat es auch noch nie gemerkt, mein Chef. Aber du bist doch du und ich bin ich, verstehst du? Ja, aber dann sag ich doch einfach mal eine Ansage, die ist doch morgen auch noch da. Ich nicht. Guck mal, ich bin jetzt hier mit dir und es ist schön. Und die Dunstabzugshaube ist da morgen auch noch und auch noch dreckig. So, pass auf, so sehr mich das auch reizt. Aber Joe und Bruno, weißt du, die haben schon so viel für mich gemacht. Also muss ich auch da sein, wenn sie mich brauchen, verstehst du? Wenn sie dich brauchen, ja, aber... Warte, Mann, es geht um eine Dunstabzugshaube. Braucht die dich? Ich brauch dich gerade. Ich brauch dich als meinen Trinkkumpan. Los, schick eine Nachricht und dann ist... Ist gut. Ich weiß nicht. Los, steh mal dein Mann. Steh mein Mann, das hat damit nichts zu tun. Sag einfach, du hast dich, keine Ahnung, beim Boxen verhoben oder verboxt. Und das tut dir jetzt im Rücken weh. Und du kannst da oben auf jeden Fall nicht wischen. Und dann hättest du noch Zeit mit mir und ich Zeit mit dir. Und wir können uns einen schönen Abend machen. Hey, Bruno. Ich hab mir beim Boxen echt mies den Rücken verknackst. So jetzt mit Dunstabzugshaube, das wird, glaube ich, nichts mehr. Das tut mir leid. Ich mach das die Tage. Yay, okay, sehr gut. Das finde ich richtig gut. Große Mittagsgeschäft ist eh schon vorbei. Na, siehst du, und fettig ist das Teil morgen immer noch. Ja. Fettig. So. Fettig. Wollen wir uns ein neues Bier oder was? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, es ist kacke, dass ich Bruno und Joe hängen lasse. Aber ganz ehrlich, bei der Dunstabzugshaube wird sie echt nicht an einem Tag scheitern. Die kommen safe ohne mich klar. Mhm. Ich würde mal gerne mit denen zu so einer Bierverkostung gehen. Warte. Hä? Ich höre deinen Namen. Warte mal. Oh, dein Name. Mhm. Oh. Wer ist es? Mein Chef. Bruno, musst du nicht arbeiten? Ich bin auf dem Weg in die WG, ich hole mir eine neue Kochjacke. Ist dreckig. Warum bist du nicht weitergegangen? Von der Arbeit. Mir scheint es besser zu gehen. Ja, Wunderheilung. Mhm. Eingerenkt. Knickknack, weißt du, so Matratze. Das war sogar klar. Zwei gerenkt. Anderes hätte ich dir gar nicht zugetraut. Was soll das? Warum kommst du nicht zur Arbeit? Ich habe mich auf dich verlassen. Die Dunstabzugshaube. Die Dunstabzugshaube. Scheiße, zum Glück habe ich eine Jacke an. Es ist nämlich so cool hier auf einmal. Mhm. Ja. Kannst du auch morgen machen. Kann ich nächste Woche machen? Kann ich nächsten Monat machen? Mann, das ist eine Dunstabzugshaube, Junge. Diggi, ich habe zwei Tage frei gehabt. Und jetzt soll ich mich direkt darauf stellen und den ganzen Scheiß da wegkratzen? Das ist einfach undankbare Arbeit und die nervt. Und deine Arbeit. Dafür ja, mache ich doch noch. Und die macht er auch bestimmt gut, aber nicht heute. Ja, außerdem ist die nächste Woche sowieso wieder dreckig. Wenn ich eine Woche später mache, ist sie eine Woche später wieder sauber. Hm. Oder was? Mach mal so. Ja, komm, wir gehen. Ich kümmere mich ja nur, ne? Hol deine Jacke. Gut gemacht. Dafür hast du dir jetzt noch eins verdient. Auf jeden Fall. Richtig schön. Ja, super. Dunstabzugshaube muss ich nicht machen. Irgendwann. Drauf hat geschissen. Hat er gesagt? Naja. Der dreht völlig ab, der Junge. Wirklich, Joe, du musst langsam mit dir reden. Ja, ja. Und alles. Der denkt, dass er alles machen kann, weil er den das finde ich auch zu heftig. Ja, du hast ja recht, Schatz. Wir kümmern uns um ihn, aber irgendwann hat es doch seine Grenzen. Ja. Wer ist das? Diese Indira auch noch dabei. Ja. Die ganze Zeit auch im Gespräch von der Seite. Was ist das? Ja, da wissen wir ja auch, woher es kommt, oder? Da habe ich aber von Anfang an... Sorry, ignoriert mich einfach. Hey, ich geh's, Freund. Bleib mal stehen. Ich hab gehört, dass du mich hier... Hallo. Guck mal hier. Was ist denn gerade los bei dir, hm? Sag's dir mal. Erst blau machen und dann bei deinem Chef hier so eine Show abziehen. Hat Indira dir jetzt komplett den Kopf verdreht oder was ist da los? Erklär's uns bitte, komm. Erklär's uns. Was soll ich denn jetzt hier erklären, Joe? Ich muss nichts erklären, ich will nichts erklären. Du musst arbeiten kommen, du musst vernünftig sein und du musst die Dinge tun, die er dir sagt. Hm? Also, was soll das? Bruno und Joe haben so viel für dich getan und jetzt trittst du die mit Füßen, oder was? Sei doch wenigstens ein bisschen respektvoll. Aber stattdessen bist du überfrech. Was soll das?
Kennen wir doch irgendwoher. Außerdem bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass es euch gibt. Und ey, falls es euch freut, ihr habt recht, es tut mir leid. Ich hab heute mal nicht nach eurer Nase getanzt. Es tut mir leid, ich mache eine Doppelschicht. Macht euch nicht ins Höschen. Ich wechsle euch die auch, wenn ihr alt genug seid. Alle Dude, alle Dude. Was soll, der Scheiß denn? Ja, tut mir leid, dass ich nicht Sklave eurer, was weiß ich auch immer bin. Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Es geht darum, dass du eine neue Freundin hast und auf einmal alle, die dich lieben, einfach durch den Dreck ziehen. Nein, sie behandelt mich nicht wie ein Pflegefall, Chiara, okay? Und damit ist warum verhältst du dich dann wie einer? Bleib doch hier, was soll das, Malte? Ich will jetzt schlafen, okay? Du willst schlafen? Oder soll ich wach bleiben, weil du es sagst? Das hat keinen Sinn. Ist gut. Komm, ist gut. Keinen Sinn. Ist gut. Joe, das funktioniert ja, nicht. Ja, psch, lass ihn auspennen. Komm. Girl, was machst du hier? Erik. Na, heute Nacht habe ich einen richtig geilen DJ-Gig in so einer Gay-Bar. Kommt ihr doch einfach alle vorbei. Okay. Nur weil ich auf Männer stehe, muss ich doch nicht in so einen peinlichen Laden. Habe ich gar keinen Bock drauf. Wir machen etwas Schönes. Ah, ja. Dass es dir ein bisschen besser geht. Hier, wo ich schon immer mit Basti unterwegs war, hier haben wir tanzen gelernt. Oh, du möchtest tanzen gehen. Ah. Wir haben heute Schichtbesprechung im Matrix. Du bist richtig engagiert. Ich bin zwar mega nervös, aber ich zieh das durch. Ich hoffe, Pete denkt nicht, ich wäre undankbar oder so. Aber wenn es die Möglichkeit gäbe, mehr Verantwortung zu bekommen, wäre das mega.